Hallo Freunde! Der Polizist Gaetano Acerra hätte sich gar nicht vorstellen können, dass ihn ein gewöhnlicher Anruf bei der Polizei so berühmt machen würde. Tausende von Menschen teilen diese Geschichte im Internet und es ist in der Tat ein einzigartiger Fall. Als ein 13-jähriger Junge die Polizeiwache in South Carolina anrief, war Officer Gaetano Acerra sofort alarmiert. Nachdem er den Hörer abgenommen hatte, hörte er die ängstliche Stimme des jungen Cameron, der aufgeregt versuchte, etwas zu erklären. Ohne einen Moment zu zögern, ging der Polizist zu dem Jungen, aber hatte keine Vorstellung davon, was nach dem Anruf von heute Morgen noch geschehen würde. Am Ort angekommen, begann der Offizier vorsichtig, Cameron zu befragen. Sie unterhielten sich auf Augenhöhe, als Freunde. Der Mann empfand es als wichtig, das Kind nicht noch mehr zu verängstigen. Der Junge erzählte dem Polizisten, dass er von zu Hause weglaufen wolle, weil seine Mutter mit ihm heute geschimpft habe. Sie lässt ihn nicht die Videospiele seines älteren Bruders spielen. Aber der Polizist verstand, dass das nicht der Grund war, warum der Junge am Morgen den Notruf gewählt hatte. Cameron war nur verängstigt. Er hatte Angst davor, dass jemand die Wahrheit erfährt. Aber Gaetano beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Er bat den Jungen, ihn zum Haus des Jungen zu begleiten. Und als er das Zimmer des Jungen betrat, erstarrte er schockiert vor dem, was er sah. Das Zimmer des Jungen war völlig leer. Keine Möbel, eine Luftmatratze statt eines Bettes. Das ganze Zeug des Jungen befand sich in einem schwarzen Müllbeutel. Cameron war verwirrt von der Überraschung des Polizisten und er beeilte sich, alles zu erklären. Er sagte, seine Familie sei in einer schwierigen finanziellen Lage. Sie verließen ihr Haus in Texas und zogen nach South Carolina, um sich um einen kranken Verwandten zu kümmern. Officer Acerra bemitleidete Cameron wirklich sehr und verabschiedete sich schweren Herzens von ihm. Einige Wochen später war Camerons Familie sehr überrascht, als sie den Polizisten vor ihrer Haustür stehen sah. Alle waren schockiert. Und Acerra hat von sich selbst kaum erwartet, dass er dazu in der Lage ist. Das Treffen mit Cameron berührte ihn bis ins Mark und während dieser ganzen Zeit bereitete er eine große Überraschung für die arme Familie vor. Stellt euch vor, wie glücklich sie waren, als der Polizist anfing, neue Tische, Stühle, Betten, Spielzeug, Tischhockey und sogar ein Videospiel aus dem Auto zu entladen. Anstatt das übliche formelle Verhör zu beginnen. Später im Interview sagte er, dass er es nicht um des Ruhmes willen tat. Er wollte dieses Kind einfach nur glücklich machen. Also ist er losgegangen und hat es getan. Es lag in seiner Macht, also beschloss er, dieser Familie zu helfen. Genau wie Menschen. Schließlich gehörte dies nicht zu seinen offiziellen Aufgaben. Doch diese rührende Geschichte endet hier nicht. Sehr schnell verbreitete sie sich in den sozialen Netzwerken und Menschen aus der ganzen Welt begannen, Spenden und Geschenke an die Familie zu schicken. Cameron hatte Glück, dass Gaetano Acerra an diesem Tag den Hörer abnahm. Wenn es mehr solche Leute wie ihn gäbe, wäre die Welt ein viel freundlicherer Ort. Schreibt in die Kommentare, ob ihr solche Leute getroffen habt. Oder vielleicht habt ihr jemandem sehr geholfen.